Die Veranstaltungsreihe Fraktion vor Ort hat die stellvertretende Vorsitzende der Freie Wähler Landtagsfraktion Ulrike Müller ins oberfränkische Neustadt bei Coburg geführt. Erste Station war dabei das Museum der deutschen Spielzeugindustrie. Müller zeigte sich beeindruckt, schließlich ist die einzigartige Sammlung ein Spiegelbild der Region. Unzertrennlich sei Neustadt mit der Spielzeugproduktion als wichtigem Wirtschaftsfaktor verbunden, berichtet Marc Holland. Er ist der erste Vorsitzende der Freie Wähler Neustadt. Das Spielzeugmuseum hat eine ganz große Bedeutung für die Region. Es zeigt unsere Vergangenheit, wie wir geworden sind, was hier früher war, was für Menschen wir eigentlich sind. Das ist da ganz tief verwurzelt in diesem Museum. Wir sind eine Arbeiterstadt, eine Industriestadt. Wir waren nie für Handel oder Ähnliches eigentlich da, haben immer viel produziert. Und das zeigt unser Museum der deutschen Spielzeugindustrie auch sehr gut. Das einzige Museum dieser Art in ganz Deutschland. Allerdings ist es laut Holland immer schwieriger, Mittel für regionale Kultur- und Museumsprojekte zu bekommen. Dabei sei gerade das Museum der deutschen Spielzeugindustrie für die Attraktivität und Identität der Region von enormer Bedeutung. Müller kritisierte in diesem Zusammenhang das Ungleichgewicht bei der Verteilung der Mittel zugunsten der Metropolen. Neustadt sei leider nur ein weiteres Beispiel dafür, wie wenig sich die Staatsregierung für die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Regionen Bayerns einsetze. Als zweite Station besuchte Müller das Sozialkaufhaus des Vereins Harz und Herzlich in Coburg. In einer kleinen Führung durch die Räumlichkeiten konnte die stellvertretende Vorsitzende der Freie Wähler Landtagsfraktion mehr über die ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder erfahren. Harz und Herzlich ist ein ehrenamtlicher Verein, der insgesamt nur 32 Mitglieder, die hier ehrenamtlich Stunden, viele Stunden in der Woche arbeiten. Da werden alte Dinge, die die Personen sonst wegwerfen, hier angeliefert, aussortiert und dann wieder verkauft an Menschen, die weniger wie 1.100 Euro im Monat bekommen. Es funktioniert nur, weil man wirklich herzlich ernst genommen wird, herzlich im besten Sinne des Wortes, und dieses ehrenamtliche Engagement der betroffenen Personen ist enorm. Im Raum Coburg gäbe es viele Bedürftige, erklärte die Leiterin des Sozialkaufhauses Barbara Kammerscheid. Die Ursachen seien vielfältig. Fehlende Kinderbetreuungsplätze, die Zunahme von Leiharbeit oder auch der demografische Wandel. Von den Problemen im Raum Coburg berichteten auch die lokalen Mandatsträger bei einem Treffen am Abend. Probleme vor Ort bei uns sind gerade besonders Industriebrachen, Gewerbebrachen, Abwanderung der gut ausgebildeten Jugendlichen in die Ballungszentren, Leerstände in der Innenstadt. Generell, wie wird sich Oberfranken entwickeln die nächsten Jahre? Wo geht's hin mit Oberfranken? Das ist für uns gerade, wir stehen gerade so an einem Punkt, wo wir nicht wissen, wie sieht es in 20 Jahren wirklich bei uns aus? Stichwort demografischer Wandel. Wo geht's hin mit unserer Region? Müller stellte bei der Veranstaltung klar, wie wichtig den Freien Wählern die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen Bayerns ist. Gesicherte Hausarztversorgung im ländlichen Raum sowie schnelles Internet seien hierbei Grundvoraussetzung, um ein weiteres Abwandern von Menschen und Unternehmen zu verhindern. Die Staatsregierung müsse nun alles tun, damit strukturschwächere Gebiete nicht noch weiter abgehängt würden, erklärte Müller abschließend.